Hallo, ganz schwieriges Thema. Pferdesport. Ich lese gerade hier bei peter.de. München, Stute schwarz-blau, nach Stoß auf Rennbahn getötet. Peter erstattet Anzeige und fordert Verbot von Pferderennen. Ich finde Pferde schön, auch Ponys. Habt so keine Ahnung davon, sind die meisten noch ein bisschen zu groß. Aber ich habe ganz klar eine Meinung. Rückgepferde, wie zum Beispiel Baumstämme, die großen Kalbhüter rausschaffen oder privat irgendwie mit den Pferden irgendwas veranstalten, sag ich mal, sportlich und sowas, okay. Aber Rennen, gerade so auf Rennbahnen und so in der freien Natur, gibt es auch so die Rennen, die Walde, irgendwas, keine Ahnung, die sich öfters die Knochen brechen und dann getötet werden müssen. So, hier war zum Beispiel Pferdetötung auf der Rennbahn. Am 10. November ist die Stute schwarz-blau beim sechsten Rennen des HKJZ World Cup Handicap auf der Galopprennbahn in München gestürzt. Die ebenfalls vierjährige Stute Palimera konnte nicht mehr ausweichen und soll anschließend über sie gestolpert sein. Aufgrund der Verletzungen wurde schwarz-blau daraufhin getötet. Palimera blieb wohl unverletzt. Ja, unverletzt. Pferde werden wohl nach Auffassung Peter für Galopprennen zur Leistung gezwungen, denen sie oft körperlich nicht gewachsen sind. Die Folge sind in vielen Fällen schwere Stürze. Die Tierrechtsorganisation hat daher am 19. November gegen die Verantwortlichen Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft München I wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Tierschutzgesetz gestellt. Ja. Meine Meinung ganz klar: Pferderennen sind eine ausbeuterische Industrie, die aus leidensfähigen Lebewesen massiven Profit schlägt. Genau, Fachreferentin bei Peter. Die sensiblen Tiere werden mit rauer Gewalt gezwungen, an diesen Rennen teilzunehmen und gegen ihren Willen zu gefährlichen Höchstleistungen getrieben. Es ist höchste Zeit, ein gesetzliches Verbot für Pferderennen auf den Weg zu bringen. Ich glaube, in England sind auch, glaube ich, so Fuchsjagd und sowas und Pferderennen mit bestimmten Wasserhindernissen und sowas. Muss nicht sein, sollte nicht sein, nein. Branche nimmt tödliche Brüche, Lungenblutungen und Magengeschwüre billigend in Kauf. Allein einem exemplarischen fünfjährigen Erhebungszeitraum zwischen 2015 und 2019 starben über 50 Pferde auf deutschen Rennbahnen. Boah, Wahnsinn, ne? Darunter ein Tier in Mülheim. Für den Rennsport, genau, den Sport, ja, werden Pferde gezwungen, Risiken einzugehen, die sie freiwillig niemals auf sich nehmen würden. Die erzwungene Überlastung führt häufig zu Stürzen mit Brüchen oder anderen schwerwiegenden Verletzungen. Laut den Rennprotokollen haben viele Tiere kurz nach einem Rennen blutige Nüstern. Entgegen der Aussage der Branchenvertreter handelt es sich hierbei jedoch nicht um Nasenbluten, sondern laut Dr. Maximilian Bick, Gutachter und ehemaliger Fachtierarzt für Pferde, üblicherweise um Blutungen aus der Lunge. Wahnsinn, ne? Ja, das ist das Problem. Millionengeschäft auf Kosten der Pferde. Es geht um Geld, wie immer. Häufig werden in millionenschwerer Branche schon 2 oder 3 Jahre Pferde an den Start geschickt, obwohl sie sich noch im Wachstum befinden. Da der Bewegungsapparat der jungen Tiere noch nicht vollständig ausgebildet ist, sind Sehnenschäden und Knochenbrüche keine Seltenheit. Da wurde ein gebrochenes Bein beim Pferd. Gut, das ist meistens dann immer Todesurteil. Die Pferde werden nicht nur bei den Rennen selbst, sondern auch während des Trainings überlastet. So sind etwa bei Galopprennen rund 80% der Trainingsausfälle auf Lahmheit zurückzuführen. Meiner Meinung nach muss nicht sein, sollte nicht sein, sollte verboten sein, auf jeden Fall als Leistungssport, damit Geld zu verdienen. Was meint ihr? Gerne unten in die Kommentare schreiben.